Er war ja nun sehr stolz auf das Wohnungsbauprogramm, auf die vielen Wohnungen, die gebaut wurden, vor allem in Berlin. Und dass da also Arbeiter und Angestellte und Wissenschaftler und andere und alle möglichen, also Familien mit Kindern, eine Wohnung fanden, die ja zu der Zeitpunkt, als sie bekamen, sehr begehrt waren. Menschen waren sehr froh, die meisten wenigstens. Und da hat er mal bei einer Gelegenheit zu mir gesagt, und ich muss sagen, der hat manchmal mich rübergerufen, hat gesagt, komm mal rüber. Am Montag zum Beispiel, dann gibt er seine Tasche aus, was er am Sonntag oder Sonntag alles so gemacht hat. Und dann hat er auch manchmal was aufgeschrieben gehabt und hat gesagt, lest das mal durch, wie findest du das? Also bei solchen Gelegenheiten, da war sonst niemand dabei. Da hat er mal so leutselig gesagt, was machen wir denn, wenn wir mit dem Wohnungsbauprogramm fertig sind? Also erstens hat er nicht dran gedacht, wenn wir hinten fertig sind, müssen wir es ja vorne wieder renovieren, sage ich mal. Gut. Nein, aber da habe ich gesagt, na Erich, dann müssen wir mal für 20 Jahre die Straßen bauen in der DDR. Da braucht man ein Straßenbauprogramm. Da war der, also wie soll ich sagen, ich entsetzt, verwundert. Das war ihm überhaupt nicht gegenwärtig, dass die DDR-Straßen langsam nicht mehr befahrbar waren und dass es also eines riesigen Aufwandes bedurft hätte, um also die Sache auf ein einigermaßen, wollen wir mal sagen, ordentliches Niveau zu bringen, ob nur die Autobahn oder die anderen Chausseen, egal. Da war der geschockt. Das ist fast lustig jetzt. Ja, aber das war nicht da. Und insofern also meine ich eben, dass er froh war, dass da was erreicht worden ist mit dem Wohnungsbauprogramm, aber über die Konsequenzen, also auch was die Wohnungen betraf, was die anderen kleinen Städte betraf, die ja zerfielen wieder, weil die Bauarbeiter ja abgezogen waren, das war ihm nicht gegenwärtig.